Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von der Jänner-Nachlese. Schönen Nachmittag. Viele Menschen sind auf Sinnsuche und wollen ihr Leben Gott widmen und geraten nicht selten in die Fänge von Sekten und Glaubensgemeinschaften. Doch die Heils- und Glücksversprechen werden nicht immer erfüllt. Und oft ist es dann so, dass man nur blinden Gehorsam und Kontrolle erlebt. Darüber reden wir in der kommenden Stunde, wenn es bei mir heißt, der Glaube hat mein Leben fast zerstört. Und das kann die Marianne, mein erster Gast, unterschreiben. Herzlich willkommen. Marianne, schön, dass du da bist. Wir reden über den Glauben und darüber, dass er ein Leben zerstören kann. Wie hast du den Glauben erlebt, als Kind bereits? Naja, ich habe eine sehr schlimme Kindheit gehabt. Ich bin mit 3 Jahren schon weggekommen von den Eltern, von den Geschwistern. Die Eltern waren sehr krank und ich bin jedes halbe Jahr woanders hingekommen, zu anderen Verwandten, die mich eigentlich nicht mochten. Und ich bin dann mit 7 Jahren zur Oma gekommen und zum Opa. Und die Stiefoma, die mochte mich auch nicht recht. Die war sehr streng katholisch. Und ich musste halt, wenn die Kinder draußen spielten, oft mit denen Rosenkranz beten und täglich in die Kirche gehen. Und das versteht man halt als Kind nicht. Und da zweifelt man halt dann schon manchmal am Glauben. Und das hat sich hingezogen bis zum quasi Erwachsenenalter? Oder nein, nein, da hatte ich dann, zuerst hatten wir in der Grundschule einen sehr strengen alten Priester, der hat einfach nur von Hölle, Fegefeuer und Buße und so gesprochen. Und aber dann in einer höheren Stufe hatten wir einen Kaplan. Und da hätte ich am liebsten den ganzen Tag Rosenkranz gebetet. Der war hübsch, der war schön und der hat uns den Glauben so mit Liebe beigebracht. Er hat gesagt, es bringt nichts, wenn wir jetzt die Bibel von vorn nach hinten durchlesen und durchlernen. Es ist viel wichtiger, merkt euch, lebt in Liebe, denn wenn ihr Liebe zu euch selber habt, dann habt ihr auch Liebe zum Nächsten. Man hört aber, wenn du sprichst, du hast dich vom Glauben nicht abgewandt, sondern du bist immer noch sehr gläubig. Ich bin jetzt sehr gläubig, also ich spüre, dass es Gott gibt. Okay. Und kann man dann sagen, dass der Glaube dein Leben nicht zerstört hat, aber sehr erschwert hat? Es gab ein Auf und Ab. Also ich hatte doch sehr viele Schicksalsschläge in meinem Leben. Und es war dann sogar einmal so, dass ich schon ganz unten war, ganz tief unten und wirklich nicht gewusst habe, wie es weitergeht. Und da bin ich dann durch einen Zufall oder durch jemand draufgekommen. Wenn man jetzt eventuell Hellseher befragt, dass da wirklich sehr viel davon zutrifft, was die sagen. Und natürlich, das musste ich dann auch ausprobieren. Waren das so Astrologen oder Schamanen? Ja, beides. Mhm. Zum Beispiel auch Kartenleger. Genau. Und es ist irgendwo schon so gewesen, dass sie sehr viel gewusst haben und das mir nicht erklärlich war. Ich habe mir aber dann gedacht, gerade bei den Hellsehern ist es so, ich möchte ja nicht den Weg gehen, den mir die Hellseher vorgeben. Ich möchte nach meiner Intuition gehen. Ich möchte nach meinem Verstand gehen. Ich möchte nicht meinen Hausverstand ausschalten.
Ich möchte einfach selber entscheiden und nicht diesen Weg gehen, den mir der Hellseher vorgibt. Und ja, ich habe dann halt noch etwas erlebt. Das war einmal auch ein, also es war so, ich habe im Fernsehen auf irgendeiner Plattform gesehen, dass man Jenseitskontakte machen kann. Und die Leute, die waren so überzeugt, dass das alles stimmt. Und ich hatte nach 48 Jahren Ehe meinen Mann verloren, der ist verstorben. Und dann hatte ich einfach das Bedürfnis, ich möchte mit dem wieder einen Kontakt haben, wenn das möglich ist. Habe schon gezweifelt dran, aber trotzdem, ich war neugierig und habe es versucht. Es hat alles zugetroffen, aber dann hatte ich kein gutes Gefühl und es war etwas eine Kuriosität. Es hat direkt nach dem Telefonkontakt, wie ich aufgelegt habe, plötzlich unter meinen Hängeschränken im Wohnzimmer wie in einer Disco zu leuchten begonnen. Und ich habe dann die Fernbedienung für diese Beleuchtung gesucht und habe abgeschaltet. Dann hat sich der Rauchmelder eingeschaltet. Und es kann sein, dass das irgendein elektrotechnisches Spannungsproblem war. Aber ja, ich hatte halt trotzdem irgendwo ein schlechtes Gewissen und deshalb hast das gelassen wieder. Würde ich das nicht mehr machen. Mhm. Felsi ist früher vor Satanisten aufgetreten. Wie das wohl ihr Leben beeinflusst hat, wird sie uns gleich erzählen. Hier ist die Felsi. Felsi, wie hast denn du als Teenager gelebt? Also ich muss mal sagen, so die Anfangszeit von meiner Teenagerzeit war relativ normal. Also ich habe die Schule beendet, aber wie ich dann so 18 war, da habe ich dann eine Lehre begonnen und das war im Einzelhandel. Also ich habe in so einem Geschenkartikelgeschäft gearbeitet und das war dann nach den ersten paar Wochen für mich total uninteressant schon, weil ich mir dann gedacht habe, also ich komme da jetzt jeden Tag hin, stehe im Geschäft, ja, und irgendwie warte dann, bis ich wieder nach Hause kann, ja, bediene ein paar Kunden und das war für mich langweilig und ich habe mir gedacht, das kann jetzt nicht mein Leben, das kann nicht der Sinn meines Lebens sein. Dann war ich so in der Rockszene und in der Punkszene und da habe ich dann so gedacht, das ist jetzt mein Lebenssinn, also so Rockmusik hören, jeden Tag mit den Punks unterwegs sein, bis in die Nacht hinein und dann bin ich meistens auch immer erst sehr spät nach, also ich bin eigentlich jeden Tag so weggegangen am Abend auch und so ganz viel. Und dann war ich also auch mit einer Rockband zusammen und habe dann also den Fanclub und war auch da auf Tournee und ein bisschen gemanagt, die Band und so. Und das war für mich, da habe ich mir gedacht, ja, das ist jetzt mein Leben, das ist super, so finde ich es cool. Mhm. Und dann ist und aber... Und punkto gläubig erzogen? Also meine Eltern sind evangelisch. Mhm. Also ich bin schon so aufgewachsen so. Mit dass Kirche ich so gedacht gehen und hab, so schon? Immer schon, ja, also auch mit Kirche gehen und so Kindergottesdienst und so war ich. Und ich habe auch jetzt... Jesus nie angezweifelt und Gott war für mich, ja, Konfirmation sogar auch, ja, also so richtig das alles so gemacht und so. Und ich habe auch nie angezweifelt, dass jetzt Gott nicht existiert. Also ich habe immer gewusst, Gott existiert und so, Jesus auch und wir feiern Weihnachten, die Geburt und so von ihm. Und da habe ich schon immer gewusst, das habe ich nicht angezweifelt jetzt, ja. Aber ich habe Gott nicht richtig gekannt, ich habe auch keine Beziehung, keine persönliche Beziehung gehabt zu Jesus jetzt, ja. Und und ich habe dann irgendwie so gedacht, ja, Kirche gehe ich dann auch nicht mehr mit, so als Teenager, das war mir dann auch zu fad. Habe ich auch zu meinen Eltern gesagt dann, ja, das, also Gottesdienst ist immer zu fad, das ist irgendwie nicht mein Ding und so. Und meine Eltern sind in die Kirche gegangen, ich habe eigentlich nur geschlafen dann immer, weil ich so lange weg immer war am Abend und so. Und dann war aber dieser Knackpunkt in meinem Leben, also wo ich dann irgendwie gemerkt habe, mein Leben, was ich mir so aufgebaut habe, so mit den Punks und mit den Rockern und so, ist irgendwie zusammengebrochen, weil es war dann, die Band hat sich aufgelöst, sie waren zerstritten, die Musiker dann und so. Da sind dann ein paar von meinen Freunden wirklich krank geworden, weil dann ist es so Drogen, es sind wirklich harte Drogen dann so gekommen in die Punk-Szene. Okay. Also Heroin dann und dann war ein Freund von mir ist gestorben dann in der Zeit auch. Also das war für mich so ein Schock, weil Tod war für mich irgendwie, also jetzt weit weg noch. Ja. Also das war jetzt überhaupt kein Thema eigentlich, dass jetzt plötzlich irgendwer stirbt oder so, ja. Und ich war selber nie, dass ich jetzt Drogen genommen habe. Also ich glaube, ich war damals schon sehr beschützt immer von Gott, ja. Obwohl ich das selber wahrscheinlich nicht so gemerkt habe jetzt oder so, aber ich und weiß wann, nicht. Wann hast du dann zu Gott gefunden? Dann war eben so
der Moment in meinem Leben, wo ich dann plötzlich meine Eltern so gehört habe, eines Abends, ja, wie sie über mich reden. Und ich bin so gestanden bei der Tür und habe so gelauscht, was reden die jetzt so? Ich habe eh schon voll die Probleme gehabt immer, aber mir war es wurscht eigentlich. Ich habe mir gedacht, ja, egal, ja, ich lebe es mein Leben und so zu Hause. Ja. Und meine Eltern haben aber, die waren wirklich verzweifelt und die haben dann schon irgendwie so überlegt, ja, also wäre das nicht besser, ja, wenn sie jetzt ausziehen würde oder schon aus dem Haus oder irgendwie so haben sie meine Eltern geredet und für mich hat sich das so angehört, ich stehe kurz vor dem Rausschmiss jetzt, ja, also da habe ich echt gepanikt, da habe ich dann gedacht, okay, wo gehe ich hin, ja, wenn ich jetzt rausgeschmissen wäre, ich habe jetzt auch nicht auf die Straße wollen wirklich zu den Punks, weil ich dann schon gewusst habe, ich werde das nicht lange überleben, also jetzt so richtig hardcore auf der Straße zu leben jetzt, ja. Und dann, ja, so Freund, wo ich jetzt hing, habe ich auch jetzt keinen gehabt. Denn meine Freundinnen haben selber Probleme gehabt, die meisten jetzt, die noch zu Hause gewohnt haben damals. Und ich habe dann echt gedacht, was mache ich? Und ich habe mich so verzweifelt gefühlt plötzlich. Ich habe geweint, nur mehr geweint. Ich war so verzweifelt, ich habe mich so alleine gefühlt. Und ich habe dann gerufen, Gott, bitte hilf mir. Also ich habe gewusst, wenn mir jetzt noch irgendwer helfen kann, dann Gott. Und ich habe, Gott, bitte hilf mir, so dreimal echt laut gerufen, richtig in Tränen. Ja? Und ich weiß auch nicht, warum ich plötzlich Gott gerufen habe. Ich irgendwie schon gewusst, er lebt, ja? Er ist real. Und dann habe ich plötzlich gehört, so in meinem Herzen die Antwort, geh in eine Bibelschule. Dann habe ich die Nummer gefunden vom evangelischen Oberkirchenrat. Ja, und ich habe mir gedacht, okay, das ist vielleicht ein Anhaltspunkt, der kann mir das vielleicht irgendwo zeigen, ja, oder mir das sagen. Und ich habe angerufen dort dann und er sagt, ja, ja, Schloss Klaus, ja, in Oberösterreich gibt es eine Bibelschule jetzt. Ja. Und ich rufe dann gleich dort an und so, ja. Und die sagen, ja, also das dauert ein halbes Jahr, wenn man da in eine Bibelschule gehen will und so, ja. Und ich denke mal, perfekt, perfekt. Da bin ich mal von zu Hause weg, ja, ist mal gelöst, das Problem jetzt, ja. Die waren begeistert, meine Eltern, dass ich endlich was machen will, ja. Dass du endlich irgendwie auch auf einen normalen Pfad oder so. Ja, richtig, also die haben gehofft, ich komme zur Vernunft an in der Bibelschule und haben dann auch die Kosten übernommen natürlich. Es kostet ja auch Geld und so, ich habe auch kein Geld gehabt natürlich. Ich war natürlich ganz anders dort, ich bin aufgefallen, gleich mit der Lederjacke und ich war so im Punk-Outfit dort und so, ja. Und die anderen waren halt alle ganz brave, so Bibelschüler jetzt, ja, die schon die Bibel kennenlernen wollen und sich schon gefreut haben und so, ja. Und ich war halt irgendwie wirklich, also ich bin echt rausgestochen total, ich habe Totenkopfschmuck überall gehabt und so, ja. Und, aber ich habe mich trotzdem dann angefreundet und ich habe also da am Schloss zum ersten Mal einen Frieden erlebt, ja, den ich vorher noch nie erlebt habe irgendwo, ja. Also es war wirklich, also ich meine irgendwie, ja, wow, irgendwie schon cool. Und das ganze Schloss war auch, also die Lehrer waren ganz lieb alle, ja, so die uns so erzählt haben von den einzelnen Kapiteln aus der Bibel. Und das war, also das hat angefangen im September 1991 und dann im Oktober war dann so ein Seminar. Und da war dann irgendwie, ja, da waren dann so ganz viele Gäste auch, die angereist gekommen sind und so. Und da war so eine Predigt. Und da war dann also eigentlich der Major Turning Point dann in meinem Leben, ja. Also ich bin dann so ganz hinten gesessen und das war so ein Riesensaal so im Schloss. Und dann so, also unser Lehrer dann, das war eigentlich der Direktor so von der Bibelschule, der sagt dann, ja, also Gott will mit uns eine Beziehung. Und deswegen hat er uns geschaffen. Also es geht nicht, dass wir jetzt irgendwie jeden Sonntag in die Kirche rennen. Um das geht gar nicht. Es geht um eine Herzensbeziehung zu Gott. Wie bist du dann vor Satanisten aufgetreten? Und also ich war in Brasilien dort, war das damals in satanistischen Clubs. Und wir sind aufgetreten mit dem Ziel, also den Leuten dort, ja, den Gruftis und Satanisten und jeden, der dort ist, von Jesus zu erzählen. Das ist ein Wahnsinn, ne? Weil ja, das ist Satanisten wirklich, weiß man ja, die sind eher gegen Gott, ne? Ja, die sind genau gegen Gott, ja. Also die haben auch nicht, oft nicht gewusst, wir sind Christen. Also dass wir jetzt von Jesus erzählen, haben die nicht gewusst, ja. Die haben nur gewusst, Punk-Rock-Band, ja. Toll und so, weil da waren ganz viele Bands immer in der Nacht in den Lokalen, in den Clubs und so. Und wir haben in einem Theater, in einer Theateraufführung die Ermordung und Auferstehung von Jesus aufgeführt. Ja. Du hast keine Angst gehabt? Ja, oh ja, weil wir sind teilweise auch dann natürlich verspottet worden total. Also sobald die Leute es gesehen haben, Jesus jetzt, ja, es geht jetzt um Gott, ja, haben die gespottet, haben die Bierflaschen geworfen und wirklich, also es war schon dann oft riskant. Da haben wir dann schon gedacht, hoffentlich verprügeln die uns jetzt nicht oder so. Ja. Aber das war dann immer dann am Schluss dann, also die Auferstehung von Jesus, ja, und dann hat unser Sänger, hat dann noch gesagt, Jesus liebt euch und deswegen sind wir hier und er liebt jeden Einzelnen von euch. Ja. Und in dem Moment sind dann die Leute so von Gott berührt worden, dass die am meisten gespottet haben, ja, die haben dann plötzlich geweint. Also die sind in Tränen ausgebrochen. Das ist interessant, wirklich, wenn man euch beiden zuhört, weil die Marianne hat den Glauben ganz anders erlebt als Kind. Also sehr streng, hat eigentlich keine schöne Kindheit gehabt mit anderen Kindern, kann man sagen. Und du hast erst später zum Glauben gefunden. Ja. Ja. Man könnte jetzt fanatisch, würde jetzt nicht sagen, aber du hast wirklich in Gott den Sinn des Lebens gefunden. Ja, wirklich. Ja. Also immer noch. Ich muss sagen, ja, total. Ja. Man kann nicht sagen, der Glaube hat dein Leben zerstört, sondern der Glaube hat dein Leben gerettet. Ja. Und bei Patrick ist es wohl so, dass der Glaube sein Leben nachhaltig geprägt hat. Aber, so sagt der Patrick, nicht im positiven Sinn. Hier ist er. Hallo.
Patrick, du bist in einer katholischen Familie groß geworden, kann man sagen. Was ist dann passiert, als du 5 Jahre alt warst? Mein Stiefvater war immer ein Weltensuchender. Er hat verzweifelt den Sinn des Lebens gesucht. Wer ist der richtige Gott? Wo findet man ihn? Und gerade wo er in so einer kritischen Phase war, hat diese Religionsgemeinschaft angeklingelt und das hat halt genau gepasst. Und ab diesem Zeitpunkt hat er die Bibel zu studieren angefangen. Und ja, wir sind da mehr oder weniger mit meiner Mutter dann mit in diese Religion hineingegangen. Wie war das Leben dort? Also wie war deine Kindheit? Es gibt positive und negative Sachen. Das Positive an dieser Gemeinschaft, man wird sehr herzlich aufgenommen. Ich denke, Leute, die vielleicht 1-2 Mal dort waren, die werden das auch erleben. Man wird als Außenstehender wirklich sehr herzlich empfangen. In dieser Gemeinschaft selber ist ein großer Zusammenhalt. Was interessant ist oder was vielleicht auch schön noch ist, dass die Kinder gut erzogen werden. Man wird angehalten, respektvoll zu sein. Das sind die positiven Seiten. Und irgendwo ist es aber ein bisschen ein Schein für die Außenwelt. Gell? Was das Negative ist, ich kann nur aus meiner Kindheit sagen, man darf fast nichts. Und ich rede jetzt einmal nicht so von den Weihnachtsfeiern, Geburtstagsfeiern. Die waren mir ehrlich gesagt relativ wurscht, weil ich habe das sowieso nie gehabt. Und mir sind sie auch nicht abgegangen. Was komisch war für mich, war immer sehr sportlich. Ich habe gern Fußball gespielt und ja, ich habe das nie dürfen. Die Kinder sind alle zum Fußballverein gegangen. Und ja, ich selber musste daheim bleiben. Ich habe müssen predigen gehen. Müssen ist auch so eine Sache. Ich war es nicht anders gewohnt. Ich habe es irgendwo auch gern gemacht. Man hat bei keine Freizeitaktivitäten in der Schule dabei sein dürfen. Man war irgendwie... Warum? Naja, bei dieser Gemeinschaft wird gesagt, alles, was außerhalb dieser Religion ist, ist nicht Teil Gottes und ist Teil von Satans Welt. Okay. Und im Endeffekt, wenn man noch ein Teil von Satans Welt ist, liebt dann Gott nicht. Also es ist wieder das gleiche Thema wie bei dir. Mhm. Macht man einen Fehler, ist man mit den falschen Leuten zusammen, liebt einen Gott nicht. Und so zieht sich das wie ein roter Faden halt die ganze Zeit durch. Aber du warst schon in normalen Schulen, also außerhalb der Gemeinschaft, nicht? Ja, ja. Das muss aber wahnsinnig schwierig gewesen sein. Wenn, ne? Es ist sehr schwierig, weil du einerseits mit diesem normalen Leben konfrontiert wirst. Mhm. Du siehst eigentlich, wie das normale Leben funktioniert. Andererseits bist du in dieser Gemeinschaft und in einer Familie, die was das richtig extrem praktiziert. Also du führst teilweise ein Doppelleben als Kind schon. Du wirst als Kind mehr oder weniger... Ja, so ein Schauspieler. In der Schule möchtest du irgendwie anerkannt sein, kannst aber nicht alles machen und daheim und bei der Religionsgemeinschaft möchtest du auch anerkannt sein und irgendwie das Beste geben. Ah, hattest du nie große Angst? Ihr dürft ja kein Blut bekommen von jemand anderem, wenn ihr bei einer OP oder so Blut braucht. Da würde ich ja dann um mein Leben richtig Angst haben. Also ich muss sagen, ich war als Kind dafür zu jung. Ich habe an das nie gedacht, an Unfälle oder sowas. Mittlerweile mache ich mir auch über dieses Thema Gedanken. Mhm. Jetzt sehe ich das ein bisschen anders, aber als Kind, Jugendlicher, ja, man hat uns in der Religionsgemeinschaft gesagt, wenn ein Unfall passiert, das Erste, was man bekommt, ist eine Kochsalzlösung. Und Blut ist eh nicht so wichtig. Und ja, aber und wann kam bei dir der Wendepunkt? Wann ist bei dir so gewesen, dass du angefangen hast zu zweifeln? Ich bin mit 18 Jahren von zu Hause mehr oder weniger abgehaut. Ich habe meinen Auslandszivildienst gemacht. Ich war in einer Gedenkstätte in Ravensbrück, ein ehemaliges Konzentrationslager. Und da, sagen wir mal so, war ich endlich einmal frei von den Zwängen, vom Familienhaus. Gell? Ich war aber trotzdem noch bei der Religionsgemeinschaft. Und da muss ich noch sagen, ab diesem Zeitpunkt habe ich mir mehr oder weniger wirklich ein Doppelleben aufgebaut. In dieser Gedenkstätte, wo ich gearbeitet habe, hat es angefangen, dass ich das normale Leben geführt habe mit Partys, also relativ ein Spätzünder mit 18, 19 Jahren. Und in der Religionsgemeinschaft war ich trotzdem noch mit Leib und Seele dabei. Keine Ahnung, irgendwo hat es mir gefallen und irgendwie vielleicht auch ein bisschen schon. Mhm. Nebenbei habe ich aber davor Angst gehabt, wenn man diese Religionsgemeinschaft verlässt, dann wird man geächtet. Und ich habe mehr oder weniger nur Kontakte mit dieser Religion gehabt. Und ich habe nicht gewusst, was passiert, wenn ich jetzt in Berlin wohne oder außerhalb von Berlin. Ich verliere von einem Tag auf den anderen alle Freunde und ich kenne keinen mehr, was nachher im Endeffekt so weit nachher gekommen ist. Ja. Durftest du mit den Eltern noch Kontakt haben, wenn du da ausgetreten bist? Also ich bin ausgetreten, eigentlich nicht. Ich kann nur so viel sagen, dass ich Gott sei Dank meine Mutter alle 2 Monate sehen kann, mehr oder weniger. Es ist trotzdem nicht... Sie wird zwar angehalten, dass sie mit mir sich nicht trifft. Und das sind halt mehr oder weniger kurze Treffen. Also ich habe kein Familienleben. Ich kann nicht auf einen Kaffee heimfahren oder ich kann nicht auf einen Besuch heimfahren. Es ist halt dann auch so, dass mein Stiefvater das relativ extrem sieht.
Und wenn wir dann Kontakt haben, dann wird sofort über die Religion geredet. Und ich will über diese Religion einfach wirklich nichts mehr wissen. Gell? Das ist für mich Sturm, einfach diese Religion. Aber wie lebst du heute? Hast du eine Beziehung oder... Na, momentan jetzt nicht, aber ja, ich lebe normal im Großen und Ganzen. Es war eine schwierige Phase nach der Trennung von dieser Religionsgemeinschaft. Ich bin immer sehr klein gehalten worden als Kind und dann war ich auf einmal frei und ich habe mit dieser Freiheit nicht viel gewusst anzufangen. Einerseits bin ich komplett ausgezuckt nachher, ich war überall dabei, wo es blau ausraucht. Und ja, habe mein ganzes Erspartes verpulvert. Also ich war, keine Ahnung, nur unterwegs, wo es halt noch gegangen ist. Habe ein bisschen an Blödsinn angebaut, ein Jahr. Das ist was, das, was die Jugendlichen mit 15, 16 machen, habe ich mit 22, 23 nachgeholt nachher. Und ja, vielleicht schaue ich deswegen auch noch so jung aus. Ihr schaut alle drei total jung aus, also wenn man das Alter von euch sieht. Alle drei nämlich. Danke. Ja, und irgendwann habe ich halt auch gemerkt, gut, ich wäre ein bisschen älter und jetzt muss ich anfangen, ein bisschen die Vergangenheit aufzuarbeiten. Ich bin dann auf Facebook in Foren gegangen, wo man Kontakt aufgenommen hat. Und da war interessant noch, dass viele eine ähnliche Geschichte erlebt haben. Ich habe ein sehr schwieriges Familienhaus auch noch gehabt, das ist aber Privatsache. Und ja, das war dann ganz interessant und in die letzten zwei Jahren habe ich sehr viel von dem halt aufarbeiten können. Ich habe auch nachgeforscht über gewisse Sachen und das war für mich noch der Punkt, wo ich systematisch über das hinweggekommen bin und wo ich mittlerweile wirklich war seit ein, zwei Jahren. Das war wirklich der richtige Schritt, dass ich von dieser Religionsgemeinschaft weg bin. Und woran glaubst du dann jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich würde mich als Agnostiker bezeichnen. Und ich persönlich, ich frage mich oft, warum passiert so viel Leid auf der Welt, wenn es einen Gott gibt? Weil so schaut er zu. Naja, da denke aber ich, das Böse kommt nicht von Gott. Das Böse kommt von einer bösen Macht. Ich kann sie auch nicht beschreiben und erklären. Und ich denke, Gott ist dann wieder da, dass er uns von diesem Elend herausholt. Also ich habe das Gefühl gehabt. Ja, ich bin eher mehr so der Logiker. Ich sehe das so, wenn ich ein Haus vermiete, und ich der Hausbesitzer bin, wenn ich sehe, dass die Leute sich drinnen aufführen, dass sie mein Haus zerstören, dann haue ich sie raus. Und wenn Gott diese Erde, wenn Gott diese Erde geschaffen hat, wenn es ihn wirklich gibt und das ist sein Haus, warum schaut er dann zu und lässt so viel Müll auf dieser Erde zu? Meine Lieben, wir reden gleich weiter und ich darf Sie fragen, wissen Sie, was das ist? Also, dieser Gegenstand hat für einen meiner nächsten Gäste eine wesentliche Rolle gespielt. Darüber reden wir gleich. Mein Leben fast zerstört. Das ist mein Thema heute Nachmittag. Die Telefonnummer für Sie, wenn Sie einmal zu mir kommen möchten, im Publikum Platz nehmen wollen, zuschauen wollen, dabei sein wollen, die lautet 01-886-2747 und die Durchwahl 5776. Dietmar kommt jetzt. Der Dietmar sagt, meine Eltern durften nicht wissen, was ich in meiner Freizeit wirklich mache. Das ist ja oft so bei den jungen Menschen, die haben ja so Geheimnisse vor den Eltern. Aber diese Geheimnisse sind wohl ein bisschen heftiger. Hier ist der Dietmar. Was hast du uns da Schönes mitgebracht? Das sind Spielsachen. Das ist eine Geißel, eine Art Peitsche aus Schnüren. Und das ist ein sogenannter Bußgürtel oder ein Bußband mit 2 mm langen Stacheln. Das kann man sich, wenn man will, um den Oberschenkel schnallen und sich draufsetzen. Ach. Wieso macht man das? Freiwillig? Das tut man, wenn man sich mit dem Leiden Christi vereinigen möchte, wenn man glaubt, dass man Buße tun muss. Und wenn man religiös ist und dann von Leuten, denen man vertraut, dazu aufgefordert wird. Okay. Wie alt warst denn du damals? Also in dieses Milieu bin ich mit 14 Jahren hineingekommen. Weil? Da hat mein Religionslehrer, wir haben einen neuen Religionslehrer bekommen und der hat die Adressen seiner Schüler und Schülerinnen, da muss ich jetzt gendern, weitergegeben.
Und da bekamen dann die Mädchen für den Jugendclub für Mädchen Einladungen und die Burschen für den Jugendclub für Burschen. Und da bin ich einmal hingegangen, weil ein Freund neugierig war und der wollte aber nicht allein hingehen. Und ich habe gesehen, dass da junge Studenten, Akademiker dort leben. Offenbar haben die also alles, ihr Privatleben aufgegeben für diese Arbeit mit Jugendlichen. Und dafür habe ich Respekt empfunden, aber die Atmosphäre dort hat mir nicht gefallen, weil es war irgendwie nur Burschen. Und man wollte irgendwie durch Macho-Gehabe und laut sein und sehr viel rauchen zeigen, dass man trotzdem männlich ist, okay, auch wenn man keine Freundin hat. Und da bin ich dann nicht mehr hingegangen. Und dann war ich beichten bei meinem Religionslehrer, einem Priester. Mhm. Und der hat dann die Beichte dazu missbraucht, mich mehr oder weniger zu zwingen, dorthin zu gehen. Der hat mich also eine Stunde lang im Beichtstuhl knien lassen. Ich habe geweint, ich war 15 Jahre alt. Hat mir die Lossprechung nicht gegeben, so lange, bis ich ihm versprochen habe, mit einem bestimmten jungen Mann dort Kontakt aufzunehmen und regelmäßig zu reden. Mhm. Und so bin ich dann in den Jugendclub gegangen und wurde also von zwei Seiten geformt. Einerseits vom Priester, andererseits von dem jungen Akademiker, der da mit mir jede Woche gesprochen hat. Okay, und irgendwann warst du dann richtig dabei, nicht? Ja, da bin ich, also ich war damals sehr religiös und prinzipiell habe ich das gut gefunden, was da passiert. Das war so sinnsuchend, so die Jugend so in der Pubertät, dass man nicht weiß, wo man hingehört und ist man will schon Mann sein, ist aber noch Kind und ist so... Ich hatte nie eine Freundin, also da habe ich eher Angst gehabt. Also war das irgendwie eine Notlösung, dass man das nicht zeigen muss, dass man das drauf hat. Mhm. Nicht? Und dann hatte ich ein eher strenges Elternhaus. Also ich wollte mal einfach ausweichen und mir was Neues aussuchen und bin dort hängen geblieben. Und dann bin ich eingeladen worden. Der Vater ist in Wien. Das war also das Oberhaupt dieser geistlichen Gemeinschaft. Ich soll mir einen Anzug anziehen und kommen. Und dann habe ich mir einen Anzug angezogen, bin hingegangen. Und ich konnte also den Bischof nicht persönlich sprechen, aber ich wurde eingeladen, den Brief an ihn zu schreiben. Und damit war ich dann Mitglied der Vereinigung. Kirchenrechtlich hält das nicht, aber das wurde mir gesagt und das wird allen gesagt. Das klingt ein bisschen so, wie wenn du da gar nicht die Chance gehabt hättest, viel dich zu wehren, nicht? Also so... Ist man mal drin, ist man drin. Naja, an sich, wie gesagt, ich war religiös. Prinzipiell habe ich das gut gefunden. Aber du hast nicht mit den Eltern darüber gesprochen. Ich habe mit den Eltern nicht darüber gesprochen. Es wurde mir ausdrücklich gesagt, dass das nicht gut wäre. Die Eltern würden meinen Weg nicht verstehen. Mhm. Mhm. Und ich habe selber erst nach und nach erfahren, was dieser Schritt bedeutet. Mhm. Also ungefähr eine Woche nach meinem Beitritt wurde mir gesagt, dass ich mich verpflichtet habe, also nachdem ich um den Beitritt gebeten habe. Nicht? Das stimmt ja alles nicht. Die Kirche gibt ja hier Fristen vor, dass man mal ein halbes Jahr auf Probe dabei ist und dann ein Jahr auf Zeit und so weiter. Das wurde alles überspielt und verschwiegen. Nach einer Woche wurde mir gesagt, dass ich mich verpflichtet habe, meine Einkünfte abzugeben, mein Geld herzugeben. Und so kamen dann im Laufe der Zeit immer wieder neue Dinge dazu. Also nach einem Jahr habe ich für 100 Schilling diese Dinge zum Kauf angeboten bekommen. Und ich habe dann praktisch nur mehr Kontakt mit Mitgliedern gehabt. Also auch der Hausarzt und so weiter wurde mir von dort beigestellt. Ich wollte gerade fragen, weil wenn du sagst, die Geißel, das hast du dann ja auch gemacht. Na, du hast das hinterlässt selber... Spuren, ja. Mhm. Ja. Mhm. Und normalerweise, also ein Arzt, der das sieht, würde Fragen stellen oder sich wundern. Mhm. Also man ist dann in einer Blase drinnen und hat nur mehr Kontakt zu Mitgliedern oder zu Leuten, die man anwerben soll. Okay. Ist es dann schwierig, sich da zu befreien? Mhm. Ich hab zunächst einmal vor mich hingelitten, habe geglaubt, das gehört so. Mhm. Und... dass ich raus wollte, habe ich 9 Jahre gebraucht, um drauf zu kommen, dass es für mich nicht passt.
dass es nicht stimmt. Und wer hat dir dann geholfen, letztendlich rauszukommen? Ja, das waren, sind mehrere Dinge zusammengekommen. Nicht? Mhm. Einerseits habe ich miterlebt, wie ein junges Mitglied, ein 17-jähriger Bursche, den ich also angeworben habe und hingelockt habe, wie der behandelt wird. Der ist also beigetreten und unmittelbar darauf ist seine Mutter gestorben. Und der hatte ganz, ganz schlimme Probleme. Und da wurde mir explizit verboten, ich habe mich nicht darum gekümmert. Das war für mich klar, also ich bin da eher meinem Gewissen gefolgt, dass ich dem helfe, dass ich für den da bin. Das war die eine Geschichte, nicht? Und dann bekam ich Berufsverbot, ich war mit dem Studium fertig und hätte, man hat mich gedrängt, ich muss jetzt arbeiten, Geld verdienen und ich hätte am Schottengymnasium arbeiten können und das wurde mir dann verboten. Nicht? Offenbar haben die Benediktiner einen anderen Herrgott. Und ich habe meine Frau kennengelernt. Und das war so der einzige Mensch, der nicht aus diesem Klüngel war. Also zunächst eine Kollegin. Und die hat natürlich gemerkt, dass da massiv etwas nicht stimmt mit mir. Und hat dann nachgebohrt und gefragt. Und dich auch dann durch die Zeit getragen? Und hat mich unterstützt. Oder? Ja. Okay. Ja, hat und war schwierig, da rauszukommen? Das war sehr schwierig, ja. Vor allem in erster Linie, weil man sich im Gewissen gebunden fühlt. Mhm. Wenn man mit Leib und Seele so lange für etwas kämpft, das dann loszulassen. Nicht? Die haben ja auch ins Gesicht gesagt, du bist ein Judas, du spuckst Gott ins Gesicht. Nicht? Also das eine. Und das andere, es wurde auch massiv direkt interveniert. Also ich habe Gott sei Dank nicht dort gewohnt. Ich hatte eine eigene kleine Wohnung. Und ständig hat das Telefon geläutet, an der Gegensprechanlage waren Leute. Und ich wurde zum Gespräch gebeten und da haben also zwei Herren immer abwechselnd 6 Stunden lang mit mir gesprochen, bis ich aufgestanden bin und gegangen. Aber man kann ja nicht glauben, dass Gott ein Sklaventum oder, ja, das ist ja so ähnlich, verlangt von mir. Also ich glaube, dass ich denen das nicht abgenommen hätte. Möchte man glauben, nicht? Aber wenn man sozusagen da langsam hineinrutscht, intern ist da von der schiefen Ebene die Rede, nicht, dass man die Leute langsam ins Boot holt und dann nicht mehr rauslässt. Weil der christliche Glaube sagt, ja, Gott ist ein guter Gott und will nichts Böses für uns. Das stimmt schon. Nur wenn ich Menschen habe, die vollkommen ergeben sind, die alles machen, was ich ihnen sage, und dann habe ich einmal geschmeckt, wie das ist, wenn ich befehlen kann, wenn da sehr viel Geld hereinkommt. Bist du heute noch gläubig, christlich? Nein. Bist du ausgetreten? Ja. Okay. Ja. Aber gratuliere, dass du es geschafft hast. Weil das ist sicher. Ja, wirklich. Ja. Der Glaube kann ein Leben fast zerstören. Dejan, der hat eine Zeit lang schwarze Messen abgehalten und Geister beschworen. Hier ist der Dejan. Dejan, ja. Du bist 1991 nach Österreich gekommen, gell? Genau. Aus? Jugoslawien. Okay, mit welcher Religion? Naja, evangelisch, getauft, aber damals, also in Jugoslawien, war die Religion jetzt nicht so wichtig. Genau, ein kommunistisches Land, aber trotzdem. Genau. Ja, ja. Und dann wart ihr in Österreich? Und also meine Familie, mein Vater, meine Mutter und mein Bruder, wir sind dann nach St. Georgen, Flüchtlingslager. Und also wie gesagt, richtig chaotisch. Genau. Und wie kam dann der Glaube in dein Leben? Naja, wir sind dann irgendwann einmal eingeladen worden, in die Volksschule zu kommen, weil wir sind, ja, 10 Jahre war ich alt. Und in der Volksschule hat es heißen, ich muss in den Religionsunterricht. Und ganz neu, Religionsunterricht, die Sprache nicht gekannt, die Leute nicht gekannt. Gut, ich gehe rein, bin eh zu spät, weil ich die Klasse nicht gefunden habe, klopf da an, mach die Tür auf einmal steht die Religionslehrerin da. Und das Erste, was sie gemacht hat, war, mich zu umarmen. Sie hat mich umarmt und gesagt, es ist schön, dass du hier bist. Und ich habe sie nur angeschaut und habe gedacht, okay, zum ersten Mal seit langem bin ich umarmt worden. Also Familie, meine Eltern sind ja traumatisiert vom Krieg.
Keiner hat mit uns Kindern gesprochen. Man hat nur gesagt, mein Vater hat gesagt, du musst jetzt selber ums Überleben schauen, weil wir müssen zurechtkommen in diesem Land und ihr auch. Und diese Religionslehrerin hat mich dann, das war eine Frau, die mich wirklich aufgefangen hat. Und sie hat mich daheim zu sich eingeladen. Ich habe ihren Mann kennengelernt, den evangelischen Pfarrer. Und das war ganz spannend. Ich bin in den Gottesdienst am Sonntag hingegangen. Meine Eltern haben gemeint, ich habe einen Vogel, weil was will ich denn da in der Kirche? In der Kirche wird man nur verrückt. Und ich meinte, nein, irgendwie zieht es mich hin. Aber dann bist du kurz abgebogen und über diese Zeit rede ich jetzt, eine Internatszeit. Die das war die, so nach der Hauptschule war so die Frage, was soll ich machen? Ich wollte, eigentlich wollte ich Pfarrer werden. Okay. Und meine Eltern haben gesagt, du wirst sicher kein Pfarrer. Mhm. Und dann kam ich ja in ein Internat für Computertechnik, auf eine HTL. Und dort war aber der Hunger nach der geistlichen Welt sehr hoch. Und ich ging in die Bibliothek und suchte mir Bücher über Geister. Mhm. Und das hat mich sehr fasziniert, also diese ganze Esoterik und das ganze Geisterbeschwören. Mhm. Ich verschlang diese Bücher. Okay. Und irgendwann einmal merkte ich, naja gut, man könnte ja mit diesen Geistern mal ins Gespräch kommen. Mhm. Und das funktioniert nur, wenn man sich Leute zusammenholt, die man dann dazu bewirbt. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Also wir reden jetzt von okkulten Phänomenen, schwarze Messen. Im Internat sind wir dann so in mein Zimmer herein und ich habe dann alles schon aufgebaut, habe die Leute zusammengeholt und meine damaligen Freunde dachten, ja, der hat einen Vogel, aber ich nahm das richtig ernst. Und hat es funktioniert? Ja. Was hast du denn aufgebaut da? Es gibt ja so gewisse Glaselrücken, Tischrücken, Ich meine, das macht man ja oft so aus Spaß beim Schulskikurs und dann fürchtet man sich, aber bei dir war das ja, für richtig. Mich war's, ich wollte diese geistige Welt kennenlernen. Mhm. Und ich kann nur sagen, das war so der Anfang vom Runtergehen, also Abgang. Okay. Die Leute, die ich da in diese schwarzen Messen eingeladen habe, die hatten Angst, die wollten beim zweiten Mal nicht mehr kommen. Mhm. Irgendwann einmal stand ich allein da. Und dachte mir nur, na gut, ich muss mich mit gleich zusammenbinden, bin dann raus, fort, unterwegs und habe dann Leute kennengelernt, die genauso denken. Und dadurch aber auch mit Alkohol und Drogen bin ich da ins Spiel gekommen. Und das war echt übelst. Also offensichtlich waren die Leute, die sich mit diesen ganzen esoterischen Sachen beschäftigen, auch welche, die sich mit Drogen und Alkohol beschäftigt haben. Und für mich war das so, gehörte das zusammen. Mhm. Und am Ende der Geschichte, ich musste die Schule verlassen nach dem halben Jahr, weil ich so viele Fünfer hatte und Fehlstunden hatte. Die Schule hat mich nicht interessiert, sondern mehr diese ganzen okkulte Szene. Mhm. Mein Vater und meine Mutter sind ja aus allen Wolken gefallen. Wie kann das sein? Du warst doch so ein guter Junge in der Schule. Ja, und am richtigen Weg mit der Religionslehrerin. Und so. Aber für mich war das einfach ein Reinfall. Und dann ging es ziemlich bergab? Dann ging es ziemlich bergab. So? Also 10 Jahre lang war das so, dass ich einige Körperverletzungsanzeigen gesammelt habe. Okay. Ich war arbeitslos, habe keinen Lehrberuf abgeschlossen, nichts. Also habe mich nach dem, jetzt spreche ich, bin 23, 24 Jahre alt. Mein Vater hat mich aus dem Haus rausgeschmissen, aus der Wohnung, weil er mit mir nichts mehr anfangen konnte. Ich hatte mit Drogen und Alkoholprobleme, also es war heftigst. Und zu meiner Religionslehrerin wollte ich auch nicht, weil ich so diese Scham hatte, weil ich versagt habe. Ich wollte ihr nicht begegnen und sie somit irgendwo enttäuschen. Ich dachte, oh Mann, wie soll ich ihr sagen, dass ich die Schule nicht geschafft habe? Und 10 Jahre später, durch eine Überdosis, stirbt ein Freund von mir. Und ich stehe an seinem Grab und vor Trauer will sich die Mutter ins Grab werfen. Und in dem Moment denke ich mir, ich stehe irgendwo ganz falsch in meinem Leben. Irgendwas stimmt nicht. Weil ich will nicht dort landen, wo er gelandet ist. Genau. Und die Mutter hat mal aufgehalten und sie schaut mich an, rennt auf mich zu, packt mich so. Warum ist er gestorben? Okay. Und sie hat mir dann ich konnte nichts sagen. Sie hat mir dann weggebracht und hinter mir hat ein Junge mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, Dejan, mach dir keine Sorgen, wenigstens ist er heil gestorben. Und in dem Moment war es wie wenn jemand vom Dejan, du musst dein Leben ändern. Mhm. Und das Erste, was so war, war, ich besuche mal wieder die Kirche, vielleicht kann mir ja Gott helfen. Mhm. Aber ich muss schauen, dass mich der Pfarrer und die Religionslehrerin nicht sehen. Mhm. So habe ich mich ganz hinten gesetzt, beim Gottesdienst, habe so zugehört und dachte, naja,
schöne Predigt, ich habe das alles vermisst, aber ich will dem Pfarrer nicht begegnen. Mhm. Weil was soll ich denn sagen? Mhm. Während er so predigt, dachte ich mir, boah, nach der Predigt, der Pfarrer verabschiedet sich von jedem der Gottesdienstbesucher und bevor er jetzt noch zur Tür kommt, um sich von mir zu verabschieden, haue ich lieber ab. Und bin dann so ins Auto und dachte, ach, Gott kann mir auch nicht helfen, naja, dann muss ich mir wohl irgendwie selber helfen. Und am nächsten Tag ruft mich ein Freund an und sagt, Dejan, lass uns was unternehmen. Und ich passt, bin dabei, 8 Uhr in der Früh zur Bushaltestelle gesetzt, so mit dem Bier angestoßen. Auf einmal, Dejan, bist du das? Der Pfarrer. Nein, die Religionslehrerin. Okay. Ich stehe da so mit dem Bier. Ja, sie, Dejan, du trinkst, ist das nicht ein bisschen zu früh, um zu trinken? Ich, ja, also normalerweise, also nee, mir schmeckt es eigentlich gar nicht. Und sie, du weißt doch, Gott, dass Gott es nicht mag, dass du trinkst. Und ich, ja, das weiß ich. Aber es schmeckt, genau. Und dann sagt sie, Dejan, du bist offensichtlich wieder im Lande, meld dich, wir denken so oft an dich, wir fragen uns, was aus dir geworden ist. Und ich, oh Mann, wenn ich euch das erzählen würde, was aus mir geworden ist. Und sie musste ja weg, weil sie... Ja. In Stress war, dann ist weggegangen und ich sage zum Freund, hey, wir müssen abhauen, die kommt sicher wieder zurück. Und wir sind dann an so einen Platz gegangen, wo man eigentlich nie jemanden vermutet. Die Volksschüler verstecken sich da hinten, um nicht zu rauchen. Ja. Haben wir es versteckt und dann trinke ich so ein paar Stunden später mit einer Zigarette und mit einem Bier. Auf einmal, Dejan, du rauchst? Ich drehe mich um, wieder die Religionslehrerin. Und ich, ja, aber mir eigentlich rauche ich nur, wenn ich trinke. Und ich, also, ich habe sie angelogen, weil ich habe geraucht, aber ich wollte ihr nicht die Wahrheit sagen. Ich wollte ihr dieses Bild von mir einfach nicht kaputt machen. Gut, sie war wieder im Stress, wieder weg. Und ich sage zum Freund so, lass uns abhauen, weil die kommt sicher wieder. Wir müssen irgendwo hin, wo sie sicher nicht kommt. Lass uns zu dir heim. Dann haben wir uns bei ihm so Zeit verbracht, bisschen gezockt und am Abend sage ich zu ihm, weißt du, irgendwie fahre ich jetzt nach Hause, es ist genug, ich habe auch einiges getrunken gehabt und fahre dann so los mit dem Auto und will mir noch was zum Abendessen kaufen, gehe so zum Billa, runter zum Parkplatz, mach so die Tür auf einmal sehe ich, da rollen Äpfel und ich denke mir, hey, da hat irgendjemand Äpfel verloren und ich fange diese Äpfel aufzuklauben an. Und sucht die Person, die Äpfel verloren hat, auf einmal steht die Religionslehrerin da. Und sie sagt zu mir, Dejan, was machst du hier? Und ich hole mir was zum Essen. Und sie, nichts da, du kommst jetzt zu uns. Und ich habe keine Zeit. Sie, doch, du kommst zu uns. Du weißt, wo ich wohne. Da hat sich nichts verändert. Fahr zu uns, ich komme gleich nach. Ich fahre mit dem Auto los und denke mir, was soll ich denn erzählen? Bin dann zum Parkplatz, dann rauf, so zu die. Sie haben im ersten Stock die Küche, schaue so die Bilder an und denke mir so, in dem Moment kommt man zu der Gedanke, ach, es wäre so schön, wenn diese 10 Jahre es nicht gegeben hätte, sondern dass ich einfach bei meiner Religionslehrerin daheim bin und Mittag esse. Und dann sitze ich mich so in die Küche und dann auf einmal höre ich, Siegfried, Siegfried, die Religionslehrerin. Du wirst gar nicht glauben, wen ich gefunden habe. Wen denn? Der verlorene Sohn ist wieder heimgekehrt. Bum, 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 bum. Stiegen hoch und ich stehe da. Steht der Pfarrer da. Dejan, es ist so schön, dich zu sehen. Wir haben so oft an dich gedacht, für dich gebetet. Wir freuen uns zu hören, mein was Gott aus dir Ort, geworden ja. ist. Super, ja. Welche Arbeit ja. du hast, wie es dir geht, welche Ausbildung du hast. Und ich denke mir, ach du meine Güte. Was soll ich jetzt tun? Ja, die Wahrheit sagen, ne? Ja, das war ja ganz schwierig, weil ich wollte dieses schöne Bild. Auf jeden Fall sagt er, aber bevor du erzählst, was aus dir geworden ist, falten wir die Hände und danken Gott, dass wir einander haben. Und er fängt zum Beten an. Und in dem Moment, wo er zum Beten anfängt, fange ich so zum Weinen an, aus dem tiefsten Inneren. Und die Religionslehrerin schaut mich an und sagt, du hast uns eine Geschichte zu erzählen. Und ich, ja, ich habe euch eine Geschichte zu erzählen, meine Geschichte. Mhm. Und dann sagt der Pfarrer, ich habe 3 Stunden lang geredet, so schwer. Also, ja. Auf einmal sagt er, weißt du denn, es gibt nur eine Person, die dein Leben retten kann. Und ich gebe mir die Telefonnummer von dem Anwalt, den rufe ich sofort an. Und er, nein, gib Jesus dein Leben in die Hand. Genau. Und er wird es verändern. Genau. Und wir haben dann gemeinsam gebetet und ich habe dann gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann nimm mich. Mhm. Ich bin an dem Punkt gekommen. Das ist ein Unterschied, Dietmar, zu deinem Suchen und Finden und damals geglaubt haben.
Nein, weil ich glaube, dass man das Gute in sich finden muss. Und in dem Moment, wo jemand Fremder da hinein manipuliert, das war ja keine Manipulation, die Religionslehrerin. Nein. Nicht? Das war Nächstenliebe und das, irgendwas, aber es ist ein Unterschied. Was machst du, Dejan, heute beruflich oder wo willst du hin? Ja, ich bin Jugendpastor. Jugendpastor? Ja, also ich... Das heißt, dein Glaube hat dein Leben nicht zerstört, ne? Nein, mein Glaube, besonders diese Aussage in der Bibel, wo Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Mhm, ich genau. will euch erquicken. Du hast einen Ehering. Du bist ich bin glücklich verheiratet. Ja. Kinder? Mit einer wundervollen Frau und zwei Kindern. Ja, wir haben zwei Kinder. Wow. Ja. Das Leben total im Griff, ha? Ja, ja. Aber nicht ich. Also in dem Moment, wo ich glaube... Also ich bin damals zur Erkenntnis gekommen, in dem Moment, wo ich geglaubt habe, ich habe das Leben im Griff, hatte ich es nicht. Okay. Aber in dem Moment, wo ich Gott eingeladen habe, Jesus eingeladen habe in mein Leben, kam nicht irgendwie eine Kontrolle rein, sondern die Freiheit herein. Okay, Patrick, was denkst du dir? Das ist eine schöne Geschichte, aber ich muss da irgendwie trotzdem den Dietmar mehr recht geben. Also, wir haben vorher kurz in der Pause geredet, ihr habt freiwillig diesen Weg gewählt, ihr seid zurückgekommen, ihr habt wirklich schöne Erfahrungen gemacht. Und das freut mich, es ist total schön zum Anhören, aber in unserem Fall, wie in Dietmar sein Fall, wenn wir nicht uns am Arsch gebockt hätten und irgendwie da Aussage geschlagen hätten, wir wären halt mit diesen Erfahrungen sicher nicht rausgekommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich irgendwie überhaupt irgendwann wieder die Liebe zu irgendeiner Religion oder zu einem Glauben finden wir können für die Sachen, was ich da vielleicht auch nicht erzählen möchte, was ich in der Religion erlebt habe. Ja. Und das hat mit Liebe, mit Gott wirklich nichts zu tun. Aber vielleicht kann uns unser Experte erklären, worin denn der Unterschied liegt, ne, zwischen Patricks Suche quasi und Dejans Weg. Also woran erkennt man, dass es nicht der Glaube ist, sondern vielleicht die falsche Vereinigung? Lieber Dr. Martin Fehlinger. Mhm. Also ich finde immer, dass das ganz spannende fünf Lebensgeschichten sind und auch ganz unterschiedlich, weil ja zwei davon ihren Weg gefunden haben oder drei vielleicht, auch die Marianne auch mittlerweile, aber zwei da doch sehr vehemente Erfahrungen gemacht haben. Und es geht einerseits darum, dass man mit Angst arbeitet. Ne? Also Patrick hat auch erzählt, wenn ich das nicht mache, dann liebt mich Gott nicht, dann kommt möglicherweise auch eine Strafe. Das erzeugt natürlich Angst. Und Glaube hat normalerweise, wenn man es im gesunden Bereich hat, nichts mit Angst zu tun. Glaube soll etwas Positives sein. Glaube soll etwas Lebensbejahendes sein und nicht etwas, das mich einengt. Das Zweite ist, dass es um Vorschriften geht. Je mehr ein Glaube Vorschriften bietet, je mehr der sagt, du musst das machen, das darfst du nicht machen, je mehr er in alle Lebensbereiche hineingeht und die eigene Lebensentscheidungen einengt, ja, welche Freunde darf ich haben? Das sind ureigene, ganz persönliche Entscheidungen. Das muss jeder von uns selbst entscheiden, möchte ich mit der Person befreundet sein oder nicht. Wenn da ein Glaube mit hineinspielt und sagt, na, also du darfst aber mit dem dich nicht privat treffen und du darfst auch nicht ein Bier trinken oder du darfst dieses oder jenes nicht machen, dann kann, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das immer so ist, aber dann kann ein Glaube durchaus psychisch belastend sein. Im Fall von Dietmar gibt es ja sogar auch körperliche Dinge, wo er mit Geiseln und so spricht. Also das kann natürlich, muss auch nicht immer sein, aber natürlich auch körperliche Schäden haben. Aber dann würde ich schon sagen, dass es gefährlich ist. Auf deine Frage, ja, was sind das für Gruppen? Es sind die Gruppen, die uns eigentlich am unproblematischsten und am schönsten erscheinen, nämlich die, die alle Antworten auf unsere Fragen haben. Mhm. Also die hundertprozentige Lösung haben, ohne Wenn und ohne Aber. Das ist die Lösung. Das wäre natürlich toll und das spricht uns normalerweise an und sagen, hey, toll, das ist die Gruppe, ja, da, die wissen alles und die helfen mir. Mhm. Aber die sind auch die Gruppen, wo wir vielleicht am genauesten hinschauen können, weil das Leben ist halt nicht 100 oder 0, 100% oder 0%, sondern irgendwo dazwischen. Es ist nicht schwarz, es ist nicht weiß, es ist grau. Es gibt viel Positives, es gibt auch Negatives, es gibt Dinge, die gut sind, es gibt Dinge, die nicht gut sind. Und wenn es zu eindeutig ist, dann ist es eher ein Zeichen, dass es wahrscheinlich in eine problematische Richtung geht. Und was tut man, wenn man beobachtet, dass eine nahestehende Person da in so eine Gruppierung hineinkommt?
Die Frage ist gut und genauso schwer auch zu beantworten. Es gibt jetzt nicht das Patentrezept. Aber ein wichtiger Punkt ist, selbst wenn es einem schwerfällt, nicht sofort offensichtliche Kritik. Wichtig ist, wenn eine Person in so ein System reinkommt und ich glaube, der Dietmar war es, der gesagt hat, er hatte echt nur mehr Kontakt gehabt zu den Personen, die in der Gruppe sind und die, die er anwerben möchte. Mhm. Ne? Das heißt, ein normaler Kontakt zu Angehörigen, zu Freunden, die mit der Gruppe nichts zu tun haben, sind in vielen Fällen nicht gegeben. Deswegen, wenn man die Chance hat, als Angehöriger oder Freund so einen Kontakt zu haben, dann ist das Goldeswert auch für den Ausstieg. Das heißt, Kontakt halten, eben die Kritik würde diesen Kontakt unterbrechen, Information sich besorgen über dieses System, über die Gruppe, damit man auch mitreden kann. Und wenn es dann wirklich darum geht, jemanden rauszuholen, dann wird man wahrscheinlich auch ein Konzept brauchen und das wäre dann mit einschlägigen Fachleuten zu erarbeiten. Wenn jetzt jemand zuschaut und sich einfach denkt, oh Gott, ja, ich erkenne mich wieder, ich will raus, wohin kann man sich wenden? Auch das ist auf der Bühne gefallen. Sicherlich ein erster Schritt kann sein, anonym zu bleiben, im Internet sich einem Forum anzuschließen. Es gibt Foren von Personen, die diese und ähnliche Dinge erlebt haben, da kann man ein bisschen noch verdeckt bleiben. Man kann auch, weil das fällt oft vielen Leuten schwer, gleich den Namen zu sagen, wohin zu gehen, einen Termin auszumachen, vielleicht bei einer einschlägigen Beratungsstelle anrufen. Auch dort muss man keinen Namen sagen. Da kann man vielleicht einmal ein bisschen Information bekommen, ein Gespräch führen, auflegen, drüber nachdenken, vielleicht ein anderes Mal wieder anrufen. Und in weiterer Folge, wenn man wirklich so 10, 15 Jahre wo drinnen ist, dann wird es wahrscheinlich auch eine Zeit dauern. Du hast gesagt, 9 Jahre. Ja, das ist aus meiner Erfahrung leider immer wieder so, dass es so lange dauert. Und da braucht es wahrscheinlich dann auch Unterstützung der Angehörigen, die einen lieben, aber auch vielleicht von Fachleuten, die da so mit begleiten und unterstützen. Amen. Danke. Wie wir gehört haben heute, kann blinder Glaube schnell gefährlich werden. Daher, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, glauben Sie nicht alles, was man Ihnen so erzählt. Wenn Sie Fragen haben, wenn wir vielleicht irgendwie helfen können, 0900 91 0098. Danke fürs Zuschauen. Servus. Sie führen eine unkonventionelle Ehe. Immer wieder stoßen Sie auf Unverständnis. Jetzt haben Sie die Chance zu erklären, warum Sie so leben. Stellen Sie uns Ihr Beziehungsmodell vor unter 0900 91 00 98.